Lufa heißt sie und soll später einmal Bade- und Abwaschschwämme ersetzen. Wie das geht, wir sind gespannt. Ralf Knauseder im südlichen Burgenland ist ebenfalls beim Pflanzen, freilich aus anderen Motiven. Er will im kommenden Jahr Selbstversorger werden und spätestens seit unserer ersten Bestandsaufnahme ist ihm klar geworden, mit dem bisher Ausgesetzten wird er wohl nicht über den Winter kommen. Und dann ist da noch die Frage, werden alle bisher ausgesetzten Pflanzen auch tatsächlich überleben, ausreichend Früchte tragen? Es sprießt jedenfalls, wenngleich manches nur zaghaft. Ganz zart meine Radieschen hier. Die sind erst vor einer Woche angepflanzt worden. Hier sieht man, dass Pferdemist da untergebracht wurde. Das hier ist auch etwas Besonderes, und zwar ist das diese blaue Kartoffel. Und auch im Blatt selber sieht man, das Blatt ist so leicht bläulich. Schmeckt wunderbar. Manche Menschen haben Angst davor, weil sie eine blaue Kartoffel. Hilfe! Aber ist genauso gut wie jede andere Kartoffel und ich finde sie hervorragend. Im Garten von Ralf Knauseder gedeiht aber auch nicht pflanzliches. Kunst, so wie er sie sieht. Etwas, was mir so am Herzen liegt, ein bisschen was Kunst, aber meine eigene Kunst möchte ich machen. Und ich möchte alte Gebrauchsgegenstände einfach hier ihren Platz geben. Das zum Beispiel ist ein Gebläse, hat man gesagt. Und dieses Gebläse hat das Heu auf die Tenne hinaufgeblasen. Da war hinten so ein Motor dran und das hat draufgewurdelt. Und das darf jetzt bei mir seine Tage fristen und einfach da sein. Ein altes Heizregister, quasi eine Frühform der Zentralheizung, rostet hier vor sich hin. Dann sieht man da unten eine alte 125er Puch. Da ist schon nichts mehr dran, außer das Eisen. Aber das ist etwas, wo wir als Österreicher, das ist halt Österreich, eine 125er Puch, das hat nicht jeder. Und ein Vorläufer der heutigen Mähdrescher verbringt hier ebenfalls seinen Lebensabend. Und nicht zu vergessen der alte Traktor. Der allerdings soll wieder in Schwung gebracht und so Teil des Selbstversorgungsprojekts werden. Demnächst. In Schwung kommen sollen auch die Nachhaltigkeitsbestrebungen in Baden bei Wien. Um hier zur Vorzeigestadt zu werden, braucht es den Einsatz aller. Eine, die gleich begeistert dabei war, ist Sigrid Weil. Vor 19 Jahren hat sie ihr Blumengeschäft eröffnet und von Anfang an höchsten Wert auf fair produzierte und nachhaltige Ware gelegt. Ihre Kunden hat sie im Laufe der Zeit erzeugt.